Ausgelassene Stimmung im sächsischen Niederau. 750 Jahre feiert die Gemeinde mit offenen Höfen und Straßenfest. Ein Fest, das ohne den von Steffen Übermuth vor 2 Jahren gegründeten Verein Niederau bewegt, so nicht möglich wäre. Ich war im Dorf im Prinzip dieses eigentliche Dorfleben, was es so ausmacht, ein bisschen eingeschlafen war. Wir wollen halt kein Schlafdorf sein, dass man nur hier wohnt und dann gar nicht, sondern wir wollen ein Dorf, wie man es kennt, dass da alles so die Leute miteinander mehr machen. Im Speckgürtel von Dresden gelegen, profitiert die Gemeinde vom Zuzug. Alles ist gepflegt, doch auch hier wirft die bevorstehende Landtagswahl ihren Schatten voraus. SPD, FDP und Grüne müssen um den Einzug in den Landtag bangen. Stärkste Kraft könnte die AfD werden, auch mit Stimmen aus Niederau. Bereits 2019 holte die Partei hier im Wahlkreis Meißen 3 die meisten Stimmen. Ratlos oder verunsichert äußern sich beim Jubiläum die wenigen, die mit uns über die anstehende Wahl sprechen. Die relativ große Unzufriedenheit, das muss man ja wirklich sagen, innerhalb der Bevölkerung, die dann nicht weiß, wie es weitergeht. Da guckt man ein bisschen skeptisch, weil wir eigentlich gar keiner Partei irgendwas vertrauen. Zu gar keiner Partei Vertrauen haben können. Na, dass mal wieder was für uns getan wird, also dass die Finanzierung in der Gemeinde, in den Städten bleibt. Nicht, dass immer alles nur fürs Ausland getan wird. Dass es besser wird, dass die Leute zufriedener sind. Wieder mehr zusammenrücken, so wie beim Jubiläumsfest. Angesichts der schlechten Stimmung im Land halten das viele für besonders wichtig, auch der Bürgermeister. Wir sind eine Gemeinschaft, wir sind eine Solidargemeinschaft. Und die Solidargemeinschaft funktioniert nur, wenn wir alle zusammenhalten. Sein Wunsch, dass die Niederauer etwas vom Wir-Gefühl heute mitnehmen und in den nächsten Wochen weitertragen.